Das Dörfchen Cashcarrigan liegt im County Leitrim, direkt neben dem Earn Shannon Waterway und der R209. Es ist ein beliebter und praktischer Anlegeplatz für die Kabinenkreuzer, nicht zuletzt, weil die Marina gleich am Ort ist. Um Cashcarrigan herum gibt es auch viel Wasser. Darum ist die Gegend unter Anglern sehr beliebt. Direkt an der Marina, nur ein paar Meter rechts um die Ecke rum, sind einige Angelplattformen. Brassen, Rotfedern, Rotaugen sowie Hybriden sind neben den Hechten und Barschen die Hauptfischarten dieser Strecke. An der Marina kann man auch gut parken. Außerdem kann hier problemlos ein Boot zu Wasser gebracht werden. Und genau das habe ich heute vor, weil ich einen See, so etwa einen Kilometer oberhalb von Cashcarrigan, befischen will, den Loch Marv. Das ist ein kleiner, flacher See, der nicht vom Ufer aus beangelt werden kann. Die sind viel zu sumpfig und unzugänglich. Jeder Quadratzentimeter riecht förmlich nach Hecht hier, mit den vielen Seerosenfeldern, dem Kraut und dem Schilf überall. Übrigens, oberhalb von Cashcarrigan bedeutet den Shannon Earn Waterway rauf. Aber die ganze Region gehört hier natürlich zum Upper Shannon Komplex. Oh, wee pikey. A wee pikey is better than no pikey. There he goes. Zurück zum Loch Marv. Hier gibt's eine Menge kleiner bis mittelgroßer Hechte und die Angelei ist normalerweise sehr lebhaft. That's a bit better. Das Hauptgewässer bei Cashcarrigan ist Loch Skerr. Das ist ein mittelgroßer See mit vielen Möglichkeiten für den Uferangler. Rund ums Ufer verteilt liegen Angelplattformen und Angelstege. Manche davon können fast mit dem Auto angefahren werden. Hier ein Boot zu haben, ist trotzdem nicht die schlechteste Idee. Loch Skerr ist wieder ein flaches Gewässer mit einer Maximaltiefe von nur 5 Metern oder so. Es gibt hier eine Menge kleiner und mittelgroßer Hechte. Davon will ich heute einen fangen. Und es dauert auch nicht lange, bis ich einen vielversprechenden Platz gefunden habe, weil es eigentlich fast überall unheimlich gut aussieht. Aber was immer ich auch tue, es bringt keinen Fisch an den Haken. Heute sind sie einfach nicht in Beißlaune. Und was hat doch der weise alte Angler einst gesagt? Du kannst zwar jeden Tag auf Hecht angeln, aber du wirst nicht jeden Tag einen fangen. Cashcarrigan Lake liegt nur ein paar Meter südlich des Dorfes, gleich neben der Cranogue Road. Direkt am See gibt es einen Parkplatz sowie Angelplattformen. Einige können mit dem Rollstuhl befahren werden. Auch ein Boot können sie hier zu Wasser bringen. Cashcarrigan Lake hat Tiefen bis zu 4 Metern. Und neben den allgegenwärtigen Hechten und Barschen gibt's noch eine Menge Brassen, Rotaugen und Hybriden.